Die wahre Geschichte eines Jungen, der in den 80er Jahren nahezu im Kindheitsalter als Untergrundinformant in den USA angeworben wird, die startet Anfang März in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um White Boy Rick. Im Alter von nur 14 Jahren wird Richard Wershe Jr. 1984 in Detroit vom FBI als Informant im Drogenmilieu angeworben. Während Richards Schwester ein Junkie ist und sein alleinerziehender Vater sich mit Waffenhandel über Wasser hält, gelingt Richard, der in der Drogenszene auch White Boy Rick genannt wird, ein rascher Aufstieg. Nach und nach lernt Rick alle Regeln des Drogengeschäfts kennen und wird selbst Teil der Curry Crew, die er eigentlich infiltrieren sollte. Doch wie lange kann dieses Spiel mit dem Feuer vor den Augen der Behörden gut gehen? Wir können unser Leben auf die Reihe kriegen. Wieder eine Familie sein. Was sagst du? Würden Sie glauben, dass ein 15-jähriger Junge für die US-Regierung gearbeitet hat? Aber das hat er. White Boy Rick geht 111 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startet ab dem 7. März 2019 in den deutschen Kinos. Es ist ein Mix aus Krimi, Drama und Biopic, also basierend auf einer wahren Geschichte. Und ist ein Film, der sich im Gangstermilieu zwar ansiedelt, aber einen ganz merkwürdigen Rhythmus hat. Etwas braucht, um in Fahrt zu kommen, dann relativ schnell einen Aufstieg erzählt und dann hinten raus auf eine Art und Weise auserzählt wird, dass man immer wieder das Gefühl hat, der Film hat richtig starke Momente, vor allem in der Vater-Sohn-Konstellation, was zu großen Teilen einem richtig guten Matthew McConaughey liegt. Aber irgendwie wirkt er auch nicht so richtig nah dran für eine Milieustudie, lässt die Tiefen und auch die wirklich gewalttätigen Sequenzen sicherlich, die auch in dieser Szene stattfinden, aus. In den 80er Jahren von Detroit hat immer was dezent Abgefucktes, eine Kameraarbeit, die fast eher so ein bisschen fast ins Fernsehen gehört, als unbedingt auf die große Kinoleinwand, aber auch immer wieder durch erfrischende, gute Momente und vor allem, wenn auch Vater und Tochter in einer Entzugsszene aufeinandertreffen, unglaubliche Stärken aufspielt, sodass ich am Ende sage, bei dem Film gibt es eine ganze Menge Licht, aber auch eine ganze Menge Schatten, aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Matthew McConaughey, vor allem als Richard Wershe Senior, hat ziemlich viele beeindruckende Auftritte als alleinerziehender Vater, der irgendwann auch klar macht, dass er im Stich gelassen wurde und auch die Kinder von der Frau, die er einst liebte und der immer wieder davon träumt, irgendwann eine Videothek aufzumachen. In den 80er Jahren eben das Ding und er sieht sich selbst als Löwe, einer, der gegen das System kämpfen kann, der sich nicht ausnehmen lassen möchte, der seine Kinder beschützt, aber trotzdem von außen betrachtet einer ist, der es einfach nicht schafft, der es nicht schaffen kann, der vor allem es aber auch nicht selbst sieht, was dieser Performance immer auch so etwas Trauriges verleiht, aber der macht das mit einer Stärke, dass er eigentlich immer dann, wenn er in Szene gesetzt ist, alle anderen Charaktere, die auftauchen, an die Wand spielt. Unter anderem auch Richard Merritt, der seinen Sohn Richard Wershe Jr. oder den titelgebenden White Boy Rick spielt. Die haben ziemlich viele coole Momente zusammen, aber insgesamt die Performance dafür, dass es sich um diesen Hauptcharakter dreht, ist mir ein Ticken zu introvertiert, ein Ticken zu passiv immer wieder. Den wirklichen Aufstieg, auch die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Macht, die damit einhergeht, die wird immer nur so auf eine Art und Weise angedeutet, dass ich mir denke, ah, hier noch ein bisschen mehr drauf zu spielen, hätte der Sache vielleicht noch gut getan. Eher so eine leicht dreckige Performance und dadurch aber vielleicht auch eine nähere, die in den Vordergrund gerät, finde ich okay, aber vor allem im direkten Aufeinandertreffen mit der Vaterfigur merkt man einfach, wie viel Erfahrung da ausmachen kann. Und da finde ich Richie Merritt interessant als Schauspieler, ist mir aber ein Ticken zu passiv. Im Ensemble ringsherum haben wir unter anderem die Schwester, die selbst dem Drogenkonsum verfallen ist, ein Junkie, die immer wieder aufblitzt und auftaucht und so ein bisschen was Frisches mit reinstreut mit ihrer Performance, aber vor allem diese eine Sequenz, die auftaucht, mitten in einem Entzugsmoment und wenn der Vater sie greift und sie schreit und weg will, der ist ziemlich eindringlich und einer der besten Momente innerhalb von White Boy Rick. Das werdet ihr bemerken, wenn ihr euch den Film anschaut. Haben wir ansonsten noch dieses Gangstermilieu ringsherum, was immer nur ein Ticken zu sehr touchiert wird für meinen Geschmack. Ich wäre da viel lieber reingetaucht, habe ich nach dem Trailer ehrlich gesagt zu dieser Grundgeschichte eines Jungen, der angeworben wird vom FBI mehr erwartet. Das fand ich so ein bisschen schade, dass ich da zu wenig erzählt bekommen habe. Auch die Behörden, die auftauchen, sind wiederum fast gleichwertig erzählt und auch ein bisschen cooler. Die Rekrutierungsart auf einem Rücksitz in einem Wagen wirkt einfach so ungewöhnlich, dass man sich fragt, ist das wirklich so abgelaufen? Und es wabert auch immer noch so ein leichter Politikgedanke und Machtstruktur mit, die aber auch nur angedeutet wird in diesem Film und nicht so stark in den Fokus rückt, wie ich es mir gewünscht hätte. Insgesamt fühlt sich dieser Film immer wieder so an, wie Themen, die ich gerne mehr erzählt bekommen hätte, touchiert und
und taucht nie in eines so richtig ab, was ich schade finde, womit es im Kern eigentlich so eine Vater-Sohn-Geschichte am stärksten bleibt, die ich aber wiederum mochte. Wechseln wir rüber zum Technischen. Die Kameraarbeit ist oft nah dran, hat aber eine wechselnde Qualität, sowohl mit der Wackeligkeit der Einstellung, auch mit der Nähe, auch mit der Farbwahl und wirkt fast manchmal ein bisschen so, als wäre es eher ein TV-Film als unbedingt für die große Leinwand gedacht. Das Szenenbild ist Detroit, es ist die Straße, auf der gedealt wird, es sind die Rückzugsorte für die Gangster, es ist das Zuhause von Right Boy Rick, was insgesamt so ein bisschen runtergekommen wirkt und man immer das Gefühl hat, dass man gerade so versucht, sich über Wasser zu halten in seinem Gefilde, bis es dann irgendwann relativ schnell, relativ steil gehen kann. Kostüm und Make-up ist so entweder insgesamt ein 80er-Jahre-Look und auch so dieser Bling-Bling, Goldketten und allem, was dazugehört, in diesem Milieu angesiedelt. Die Musik hat immer so was leicht Untergrundhaftes und Untermalendes, ist mir aber nicht wirklich stark im Kopf geblieben. Gibt es ansonsten keine Effekte, über die wir bei diesem 29 Millionen Dollar teuren Film reden müssten. Und so muss ich sagen, hält es sich relativ die Waage. Ich mag an White Boy Rick diese Vater-Sohn-Geschichte. Vor allem Matthew McConaughey hat eine starke Präsenz, mit der er aufwartet. Und ich finde auch cool, wie wandelbar einfach dieser Mann ist und hier einmal mehr zeigt, dass er auch gut in Rollen und Charaktere hinabsinken kann. Die Idee der Geschichte zu erzählen, wie ein Junge, der im Alter von 14 Jahren angeworben wird, vom FBI in dieses Milieu absinkt, ist eigentlich sehr, sehr cool. Und für mich braucht es nur diesen einen Satz-Pitch, um zu sagen, okay, will ich sehen. Filme dieser Richtung finde ich interessant, vor allem, wenn das Ganze letztendlich auch noch eine wahre Geschichte ist. Aber so ganz viel macht der Film leider nicht draus. Aber es bleibt eine etwas anders gelagerte Milieustudie. Der liegt aber gegenüber, dass ich finde, dass der Film mit seinen 111 Minuten zu lang geraten ist, weil sein Rhythmus aus Exposition, die sich sehr lang zieht und dann der schnelle Aufstieg, nicht so richtig ausbalanciert ist untereinander. Dadurch gibt es eine Tempoverschiebung und eine gewisse Holprigkeit, die damit einherkommt bei Right Boy Rick. Und so hätte ich mir ein bisschen mehr Gangsterporträt gewünscht oder Politebene, die man noch in den Vordergrund schiebt. Und so muss ich am Ende sagen, wer den Trailer mochte zu White Boy Rick, zumindest aus meiner Sicht, und seine Erwartungen ein bisschen runtersenkt, vielleicht auch nach dem Gesagten von mir, das eher einordnen kann, da ist der Film okay, aber mehr sehe ich da nicht. Und so bekommt White Boy Rick von mir als Drama und Krimi mit wahrer Geschichte als Untergrund 6 von 10 möglichen Punkten, genauso wie insgesamt. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film, der ab dem 7. März 2019 in den deutschen Kinos startet. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.